Okay, Erev Tov, Chodesh Tov. Heute ist Rosh Chodesh. Heute ist Rosh Chodesh und Rosh Chodesh Adar. Wir haben zwei Rosh Chodesh Adar, also zwei Tage Rosh Chodesh. Hat sich schon angefangen gestern Abend. Erster Tag Rosh Chodesh. Und wir haben noch morgen, also heute und morgen, das sind Rosh Chodesh Adar und Rosh Chodesh Adar Aleph. Rosh Chodesh, die erste Adar. Dieses Jahr, es ist doch ein Schaltjahr, Shana Meuberet. Wir haben doch zweimal Adar, zwei Adarim. Und steht doch, Mishenichnas Adar, Marbin Besimcha. Wenn Adar kommt rein, wenn Adar fängt an, wenn Adar wird beginnt, dann marbim besimcha, dann wir sollen die Simcha, die Freude vermehren. So wie steht in Mishnah. Das ist doch die Zeit von Simcha. Der Rebbe hat gesagt, dass so ein Schaltjahr, dass wir haben zwei Monate da, dann haben wir eine doppelte Simcha, haben wir insgesamt 60 Tage von Simcha. Nicht nur 30 Tage wie jedes Jahr, sondern 60 Tage von Simcha. Es ist schon etwas Besonderes. Und der Rebbe hat immer gesagt, insbesondere, dass der Rebbe das gesprochen 92, das war das letzte Mal, wenn der Rebbe mit uns gesprochen, das war ebenso Schaltjahr mit zweimal zwei Monate da. Und der Rebbe hat damals gesagt, die sind 60 Tage von Simcha, dass die sollen vermindern und die sollen beherrschen alle negative Sachen. Das heißt, es, so wie es steht, es gibt ein Din, es gibt auch eine Halacha in Ilchot Basar Bechalav und ebenso in andere Halachot, es gibt so eine Halacha aus Batel Beshishim zum Beispiel. Wir wissen doch, dass es war doch in der letzten Parashat HaShavua, Parashat Mishpatim. Lo tevashel gdi bachalev imo, es ist doch ein Verbot zu essen Fleisch und Milch zusammen. Was ist passiert, wenn ein Tropf Milch ist runtergefallen in ein ganzer Topf von voll mit Fleisch, wenn es ist in die Topf, in die Fleisch, die fleischige Topf, wenn es ist so viel Fleisch oder Suppe, 60 mal, mindestens 60 mal gegen diese Topf von Milch, was ist runterkam, was runtergefallen, dann es ist Batel, das heißt, es ist zu nichts geworden. Und das gleiche bei anderen Verboten, wenn es ist ein nicht koschere Fleisch, ist runtergefallen in einen koschere Topf von Fleisch oder andere koscheres Essen, dann diese nicht koschere, was ist runtergefallen, es ist Batel Berov, es ist Batel Beshishim. Und ebenso sagte der Rebbe damals, und es ist gültig auch für heutzutage, für das heutige Jahr, selbstverständlich, die Vrei Tzadikim Chaim Rehamim La'ad, dass die 60 Tage von Simcha, von Marbim Besimcha, die haben so eine große Kraft, um wirklich zu beherrschen und zu nichts machen, die alle negative Sachen, was könnte vielleicht sein, weil Chodesh Adar, es ist ein Chodesh, was Bori Masle, sein Schicksal, es ist gesund, das heißt, es hat eine starke Schicksal, hat eine starke Masle. Deswegen steht, was wenn einer hat, ein Prozess gerade, ein Gerichtsprozess mit jemand soll es machen, gerade jetzt, am Chodesh Adar, weil jetzt Bori Masle. Und ist deswegen diese Rosh Chodesh, was wir sind jetzt, Rosh Chodesh Adar, es ist ganz wichtig. Es beginnt von gestern, weil von gestern, das ist die 60 Tage von Simcha, von Adar, es ist begonnen gestern Abend, 30. Schwat, aber insbesondere wenn jetzt, dass wir sind schon die zweite Nacht von Rosh Chodesh, es ist erste Adar beginnt jetzt, weil jetzt beginnt wirklich, also morgen sagen wir Tehillim und es ist doch erste Adar, also heute war 30. Schwat, aber jetzt beginnt Monat Adar, dann selbstverständlich, dass wir müssen und wir sollen die Simcha bei uns vermehren. Und das, Bezrat Hashem, wird bringen, dass wir soll erfolgreich sein in allem und insbesondere voll mit Simcha. Und das wird für uns alle bringen, gesund, Panosse, Naches, Simcha in alle und Erfolg in alle Sachen und Hauptsache Moschiach Nau. Das ist Rosh Chodesh Adar. Und weil, da wir sind in Rosh Chodesh,
werden wir heute konzentrieren mehr in die Halachot von Rosh Chodesh, aber in Betonenweise, wie es zu tun hat mit Tfilot, weil bis jetzt in Shiur Halacha, wir haben doch gesprochen über Shabbat, letzte Shiur von Shabbat, von Halachot Shabbat war über die Halachot von Tfilot von Shabbat, die Besonderheiten von Tfilot von Shabbat, und wir haben doch gesagt, dass das bringt uns zu dem nächsten Thema von Tfilot. Ich habe gedacht, dass heute werden wir doch die Tfilot schon beginnen, aber beginnen wir gerade mit der Tfilot von Rosh Chodesh. Also, was ist die Besonderheit von Rosh Chodesh? Vielleicht beginnen wir von anderen Sachen und dann kommen wir zum Tfilot. Also, bei Rosh Chodesh gibt es nicht so viele Minagim, also das ist schon so, wie wir sehen. Es ist ein Kzat Yom Tov, ein bisschen Yom Tov. Deshalb interessanterweise, es ist nicht verboten zu arbeiten, so wie es ist bei jeder andere Yom Tov oder Chol HaMoed bei anderen Feiertagen. Wobei es ist vielleicht in die Stufe von Chol HaMoed, aber trotzdem Chol HaMoed steht, dass man soll, wird empfohlen nicht zu arbeiten. Und einer, was arbeitet am Chol HaMoed, wenn es ist nicht der Vara Aved, der Vara Aved ist was anderes, aber wenn es nicht der Notfall in Oro ist, Siman Bracha, er wird nicht gesegnet sein. Bei Rosh Chodesh sowas steht nicht. Rosh Chodesh, es ist ein Tag, das soll man arbeiten, es ist ein Arbeitstag. Von der anderen Seite aber steht bei, dass in Rosh Chodesh Nahagu Anashim Shelo Lasot Mikzat Melacha, dass doch die Frauen haben einen Minhag, nicht zu arbeiten, nicht total nicht zu arbeiten, sondern irgendwie eine, zwei Melachot, vielleicht so, also es in der Lacha steht, in der Poskim, nähen, oder damalige Zeiten, dass die haben die Wäsche gewaschen mit die Hände, die Kleider gewaschen mit die Hände. Man soll das nicht machen. Ein oder zwei Melachot, doch, die soll nicht machen. Warum? Es gab gerade bei den Frauen, es Rashi bringt in Traktat Megillah, weil die haben nicht gesündigt in Chetta Egel. Chetta Egel ist gerade die Sünde von goldene Kalb. Was gehen wir jetzt in die Parashot? Also in zwei Wochen Parashat Kittisa. Aber eigentlich die ganze Parasha, was haben wir jetzt, wenn darüber sprechen, Bezrat Hashem am Donnerstag, Shiur Parashat Shavua. Es ist die Parasha, was steht über dem Mishkan, alles zu tun hat mit Tikkun, mit Tshuva von Chetta Egel, über die goldene Kalb. Aber auf jeden Fall, bei der goldene Kalb, es steht doch geschrieben, dass die Frauen haben doch nicht gesündigt. Wer hat begangen diese Sünde von Chetta Egel? Nur die Männer. Die Frauen waren doch heilig und rein und die wollten nicht unrein werden mit dieser Sünde von Chetta Egel. So wie steht geschrieben, dass die wollten keinen Schmuck geben an die Männer, um diese goldene Kalb zu schaffen. Und als Verdienst, als Sachar, als Lohn, dass die haben das nicht begangen, diese Sünde von der Chetta Egel, die haben nicht gesündigt, dann haben die belohnt, der Oberste hat sie belohnt, die Frauen, gerade, dass sie werden haben einen extra Feiertag, das ist Rosh Chodesh. Wie es wird erklärt in anderen Poskim, es ist so, es steht doch geschrieben, es ist doch bekannt, dass die drei Feiertage, Pesach, Shavuot und Sukkot, die sind, symbolisieren die drei unsere Urväter, die Vorväter von Abraham, Yitzhak und Jakob. Pesach ist Abraham, Shavuot ist Yitzhak und Sukkot ist Jakob. Nicht dir zu erklären, warum jeder hat zu tun gerade mit seinem Feiertag. Aber auf jeden Fall steht geschrieben, dass der Oberste wollte geben, dass die nächste Stufe wird sein, nicht so wie ein Feiertag, aber trotzdem ein kleiner Feiertag sein, die gerade die Rosh Chodeshim, Rosh Chodesh von jedem Monat, die haben wir insgesamt normalerweise in ein normales Jahr, haben wir doch 12 Rosh Chodesh, 12 Mal Rosh Chodesh. Der Oberste wollte geben, dass das gleiche wie es gibt, drei Feiertage gegen Abraham, Yitzhak und Jakob, ebenso der Oberste wollte uns geben, 12 Feiertage, 12 Rosh Chodesh gegen die 12 Stämme. Aber in dem Moment, wenn die Schwatim, wenn die Männer, haben sich gesündigt gerade, außer Shevet Levi, die haben doch begangen, diese Chet, diese Avera, diese Sünde von der Chet der Egel, von der goldenen Kalb, der Oberste hat weggenommen, diese Verdienst, diese Recht, diese Schut, diese Mitzvah,
von die 12 Feiertage von Rosh Chodesh, er hat weggegeben von den Männern, aber bei den Frauen ist noch geblieben. Ist deswegen die Frauen, gerade die hatten die Minag, dass die irgendwie machen eine Anerkennung, die machen irgendwie einen Unterschied zwischen Rosh Chodesh und andere Tage, dass damit wird anerkannt, dass Rosh Chodesh ist doch irgendwie doch eine kleine Yom Tov, ein kleiner Feiertag, damit dass ein oder zwei Melachot, ein oder zwei Arbeiten machen die Frauen nicht wie üblich in die ganze Woche, in die ganze Monat. Deswegen gerade die Frauen haben diese schöne Minag. Aber wie gesagt, die Männer haben das nicht. Es gibt da so verschiedene Sachen, dass es Minag ist nicht zu machen. Zum Beispiel Haare schneiden am Rosh Chodesh steht, dass man soll es nicht machen. Aber sonst, wie gesagt, die Frauen, die sind strenger in diese Minhag mehr als bei den Männern. Auf jeden Fall, das ist in Bezug zu Melacha, aber andere Sachen, also steht geschrieben, dann soll doch irgendwie doch ein Mahlzeit zu führen. Es gibt solche, was gerade sind streng, habe ich gesehen schon viele, dass sie sind gerade streng, am Rosh Chodesh doch die Hände zu waschen für eine Mahlzeit und am Moizi essen. Und nicht nur wie die ganze Woche, dass nicht unbedingt man die Hände gewaschen wird für Hamoizi. Und kann man das sehen von dieser bekannte Geschichte, bekannte Haftara mit Shaul und David und Jonathan, dass man sieht, dass Shaul HaMelech hat gemacht, organisiert eine Seuda gerade am Rosh Chodesh. Es war gerade zwei Tage Rosh Chodesh. Und steht, er fragt Shaul, fragt doch der Jonathan, Madua lo ba ben Ishai el alachem? Warum der Ben Ishai, der David Ben Ishai, David HaMelech nicht gekommen zu der Mahlzeit? Das heißt, man sieht, dass doch es gibt irgendwie ein Grund für Mahlzeit, aber es ist keine Pflicht, es ist eine schöne Minag, die was machen, die was nicht. Auf jeden Fall, ich wäre, wie gesagt, also unsere Serie von die Shiurei Halacha ist gerade, jetzt beginnen wir mehr um die Tfilo, deswegen gehen wir jetzt in die Abteilung von der Tfilot, von Rosh Chodesh, gerade die Abteilung von Tfilot. Also, welche Tfilot haben wir bei Rosh Chodesh extra? Kann man so sagen, normalerweise haben wir Shacharit, Mincha und Arvit, wir haben doch Yaleh v'Yavo, was fügen zu bei jeder Tfila, Yaleh v'Yavo, und wenn man, das haben wir schon gelernt in Traktat Brachot, wenn man vergessen hat zu sagen, Yale Ve'avo bei 18, es gibt einen großen Unterschied, ob es ist Shacharit und Mincha oder Mairim. Bei Shacharit und Mincha, wenn hast du schon beendet die ganze Gebet, dann musst du wiederholen für Yale Ve'avo, es ist schon wichtig. Aber der Gegenteil ist bei Mairim, jetzt, wenn jemand hat jetzt Mairim gebetet und er hat Yale Ve'avo vergessen zu sagen, braucht er nicht zu wiederholen, weil Mairiv am Rosh Chodesh braucht man nicht zu wiederholen. Am Chol HaMoed, Pesach und Sukkot, doch. Wenn man hat vergessen, Yaleh v'Yavo, auch bei Mairiv muss man wiederholen. Aber am Rosh Chodesh nicht. Warum? Ganz einfach. Was steht? Ein Mekatschin Rosh Chodesh Balaila. Ein Mekatschin et Achodesh Balaila. Die Nächte von Rosh Chodesh sind nicht fähig in die damaligen Zeiten, wenn man hat die Beit Din, hat immer eingestellt und ausgestellt, wann Rosh Chodesh ist. Das heißt nicht wie heutzutage, das haben wir schon einen Kalender, einen ausgestellten Kalender, sondern die haben das immer ausgestellt. Ja? Jeder Monat. Aber das war, weil es ist ein Din, Halacha, es muss gemacht werden gerade am Tag und nicht um Nacht. Um Nacht war es verboten zu machen. Deswegen auch bei uns, wenn jemand nachhinein vergessen hat, Yaleh v'Yavo zu sagen, Rosh Chodesh, während die Tfilat Arvi, während das Gebet von Mairim, braucht er nicht zu wiederholen wegen dem. Okay, das ist in Bezug zu Yaleh v'Yavo. Dann haben wir extra noch ein paar Mizmorim, noch ein paar Teilim, zum Beispiel Bochi Nafshi, aber die Haupt zusätzliche Gebete, was haben wir gerade am Rosh Chodesh, es ist doch Hallel und Musaf. Und werden wir jetzt darüber sprechen, über Hallel und Musaf. Hallel und Musaf. Also, Hallel
Es ist wichtig, weil ich habe gesehen, also heute auch habe ich gesehen in die Synagoge und also mehrere Mal, dass man soll schon verstärken die Halachot, weil es gibt einige, was nicht unbedingt die erinnern oder die wissen, was sind die Halachot von Hallel. Also es steht in Gemore, steht in Rambam auch, dass Hallel wird gesagt 18 Tage oder 21 Tage im Jahr, aber dort wird nicht gezählt die Tage von Rosh Chodesh. Also wird dort gezählt nur die Tage von den Feiertagen. Weil es gibt einen großen Unterschied. Es gibt zwei Sorten Hallel. Oder zwei Varianten von Hallel. Es gibt Hallel Shalem, ein ganzer Hallel. Und dann gibt es Chatzi Hallel, halbe Hallel. Wobei es ist nicht Chatzi, weil wird gesprungen, wird abgezichtet nur zwei Absätze. Aber doch, es heißt Chatzi Hallel. Welche Tage sagt man die Hallel Shalem und welche Tage sagen wir Chatzi Hallel? Also normalerweise in die alle Feiertage inklusive Chanukka sagen wir Hallel Shalem, außer die Chol HaMoed von Pesach und die letzten Tage von Pesach. Das dann sagen wir nicht Hallel Shalem, sagen wir nur Chatzi Hallel. Warum? Zwei Erklärungen, weil vielleicht erste Erklärung Schwische Pesach sagt man kein Hallel Shalem, weil dann war die Maaseh Yadai Tovim Bayam, also die Ägypter wurden ertrunken in Wasser und es passt nicht zu sagen Hallel und deswegen auch die Chol HaMoed kann nicht sein stärker als die Feiertage von später, als die Feiertage selbst und deswegen die ganze Chol HaMoed und Feiertage sagt man kein Hallel. Nummer zwei, weil es gibt die gleiche Korbanot, die gleiche Opfer jeden Tag. Aber nicht dir zu erklären, was ist am Pesach, wobei Pesach, auf jeden Fall die ersten Tage von Pesach, sind die hauptfähige Zeit für Hallel. Diese Hallel, genannt auch in die Gemore Hallel HaMitzri, das ist die Hallel, was die Jiden haben gesagt, gerade wenn die sind ausgezogen aus Ägypten und wenn die haben das gesagt auch bei Yamsuf. Das ist doch genannt Hallel HaMitzri, die ägyptische Hallel, aber trotzdem am Pesach selbst sagen wir Hallel Shalem, nur die ersten Tage. Inklusive der ersten Nächte, man soll es nicht vergessen, und wird Hallel ausgesprochen. Aber die Rest von den Tagen von Pesach wird nur die Hälfte Hallel. Und die ganze andere Feiertage, wie gesagt, außer die 7 Tage von letzte 7 Tage von oder die letzte 6 Tage von Pesach in Chutzlaretz oder die letzte 6 Tage. Die letzten 6 Tage in Chutzlaretz und in Israel wird nicht ausgesprochen, die ganze Hallel, nur Hälfte Hallel. Ebenso am Rosh Chodesh. Am Rosh Chodesh von jeder Monat, außer zwei, sagen wir bei jedem Rosh Chodesh die Hälfte Hallel, Chatzi Hallel. Was sind die Ausnahmen? Rosh Chodesh Tishrei und Rosh Chodesh Teivet. Rosh Chodesh Tishrei wird kein Hallel ausgesprochen, wird kein Hallel gesprochen. Warum? Weil Rosh Chodesh Tishrei ist Rosh Hashanah. Am Rosh Hashanah sagen wir doch kein Hallel. So wie die Gemore sagt, warum? Sifrei Metim und Sifrei Chaim Ptuchim Lefanav, das kann man nicht Hallel sagen am Rosh Hashanah und am Yom Kippur, weil das ist doch Yom Hadin, es ist doch ein Tag von Gericht. Es passt nicht zu sagen Hallel. Deswegen wird kein Hallel gesprochen an dieser Rosh Chodesh. Die zweite Rosh Chodesh, was ist Ausnahme, ist gerade Rosh Chodesh Tevet. Warum? Weil Rosh Chodesh Tevet ist doch Chanukka, ist deswegen wird sowieso Hallel und die ganze Hallel. So habe ich vorher gesagt, dass am Chanukka die ganze Hallel wird doch ausgesprochen. Das sind die zwei Ausnahmen, also Rosh Chodesh Esher und Rosh Chodesh Hallel. Aber die Reste von die, also die anderen 10 Reste von Rosh Chodesh wird ausgesprochen Hallel, aber nur die Hälfte Hallel. Warum nur die Hälfte Hallel? Erklärt uns die Gemara so. Die Gemara nennt und definiert diese Takana, diese Halacha von Hallel am Rosh Chodesh zu sagen, zu besprechen, die Gemara nennt es als Minhag. Als Minhag und nicht als Mitzwa. Das, was wir sagen am Rosh Chodesh, Hallel, es ist ein Minhag. Es gibt einige, was sagen, die Minhag ist gerade das, was wir sagen, Bedilug, das, was wir sagen, nicht die ganze Hallel, aber auf jeden Fall. Die Gemara nennt das als Minhag. Warum es ist Minhag?
Weil es ist keine echte Yom Tov, so habe ich vorher erwähnt. Rosh Chodesh ist doch nicht wirklich ein Yom Tov, es ist nicht wirklich ein Feiertag. Es ist Kzat Moed. Es ist ein bisschen genannt als Moed in die Neviim und Ktuvim. Aber sonst, es ist kein Moed. So wie es steht in der Teure, Boshe, Chodesh, Maadechem. Aber sonst, es ist kein Feiertag, so habe ich gesagt. Darf man arbeiten, soll man arbeiten. Aber doch, ein bisschen Yom Tov, es ist doch. Ist deswegen macht man so einen Kompromiss. Wird Hallel gesprochen, warum? Weil doch hat es eine gewisse Heiligkeit. Es hat schon eine gewisse Masse von Heiligkeit, von Besonderheit als feierlicher Feiertag. Deswegen sagt man doch Hallel. Von der anderen Seite, man sagt nicht die gesamte Hallel, sondern wird gesagt nur die Hälfte von Hallel. Oder wie gesagt, nicht die Hälfte wirklich in 50%, aber es ist 80% gesprochen. Aber zwei Absätze sind doch ausgefallen. Das ist doch der Absatz von Loilonu und der Absatz von Ahavti. Warum? Um gerade zu betonen, dass gerade Rosh Chodesh, es ist nicht eine echte und wirkliche Feiertag, sondern es ist als ob ein Feiertag. Es ist Keilu. Es ist so genannt ein Feiertag, aber das ist nicht wirklich ein Feiertag. Deswegen machen wir einen Kompromiss. Von einer Seite doch wird die Hallel gesagt, aber von der anderen Seite wird es gesagt mit einer Art und Weise von Dilug, von man überspringt verschiedene Absätze, zwei Absätze, um zu betonen, dass gerade es ist nur ein Minhag und es ist nicht die wirkliche Yom Tov, es ist keine wirkliche Feiertag, keine echte Feiertag. Das ist dieser Kompromiss. Da kommt heraus eine große Diskussion in Halacha, beginnt schon von Tosfot und von der Rishonim, ob soll man Bracha aussprechen, ein Segensspruch aussprechen bevor Hallel. Wir wissen doch, dass es gibt eine Bracha bevor Hallel, wir wissen das, wir sehen das in den Sidurim. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kidshanu tzav tzivanu, likro et Hallel. Oder es gab sogar eine Variante, ligmor et Hallel. Die Frage ist, ob diese Bracha passt gerade auch für Rosh Chodesh, heute, also heute und morgen am Rosh Chodesh, das wird nur die Hälfte Hallel gesprochen. Und wie die Gemorre nennt das nur als Minhag und nicht als Mitzvah. Die Frage, ob um so eine Minhag, über so ein Minhag wird die Bracha doch gesprochen oder nicht. Weil diese Bracha, es ist doch eine Bracha von Birkat HaMitzvot. So wie vor jeder Mitzvah sagen wir eine Bracha, so wie vor, wir legen Tfilin jeden Tag, sagen wir doch Asher Kidishanu Zetav Tzivanu Lehaniach Tfilin. Und bei Netilat Yadayim sagen wir, und bei jeder Mitzvah, Ladlik Nerot Shabbat, Chanukah und so weiter, ebenso bevor Hallel, sagen wir, Asher Kidishanu Zetav Tzivanu. Sagt uns aber der Maimonides zum Beispiel, der Rambam, weil er ist gegen die Bracha in diesem Fall, sagt er, Vetzivanu bedeutet nur, wenn es ist ein Mitzvah, wenn wir befohlen wurden. Sogar wenn es ist Mitzvah von Chachamim, es ist kein Problem. Bei jedem Mitzvah, egal ob es ist Doraita von schriftlicher Tora oder von unseren Weisen von Chachamim, machen wir doch die Mitzvah, weil Asher Kidishanu Zetav Vetzivanu, wir befohlen, so wir haben schon etliche Mal schon das erklärt. Wieso kann man sagen, Vetzivanu, dass der Oberste hat uns befohlen, in dem Moment, dass er hat uns nicht befohlen, weil steht das nicht in der Tora. Aber von der anderen Seite haben wir doch erklärt, steht in der Tora, dass wir müssen folgen. Wir müssen befolgen alles, was Chachamim uns sagen. Ist deswegen, wenn die Chachamim haben uns etwas eingeführt, das ist schon, als ob die Tora selbst hat das gesagt. Deswegen können wir sagen, Asher Kidishanu Mitzotav, Vetzivanu, er hat uns doch befohlen über durch Chachamim. Aber sagt der Maimonides, okay, in Ordnung. Aber das ist nur, wenn es ist wirklich eine Mitzvah, eine Pflicht. Aber wenn die Gemara selbst, wenn die Gemara selbst, wenn der Talmud selbst nennt, diese Takana zu Hallel zu sagen, aussprechen am Rosh Chodesh, nur als Minhag, über ein Minhag machen wir keine Bracha. Zum Beispiel, welche Minhag machen wir keine Bracha? Zum Beispiel die Minhag, dass wir schlagen Aravot am Rishane Rabbe. Sagen wir doch, bevor dieser Minhag, sagen wir doch keine Bracha. Warum? Weil die Gemara nennt es als Minhag. Das heißt, wenn es ist nur ein Minhag, ein Brauch, dann über dem macht man keine Bracha. Vorher machen wir keine Bracha. Ebenso sagt der Maimonides und noch paar Poskim. Ebenso, wenn es kommt, dieser Minhag zu sagen, Hallel am Rosh Chodesh, sagen wir keine Bracha.
Das ist eine Meinung. Die andere Meinung sagt, nein. Das, was wir sagen bei Amoshana Rabba, am Sukkot, bei diesen Arava-Schlagen, das ist wirklich ein Minag, aber das ist nur irgendwie nur ein, die nennen das als Tiltul, als Tragen, als eine kleine Bewegung. Dafür vorher machen wir keine Bracha, aber dagegen, wenn es kommt zu Hallel, wobei es ist ein Minag, aber trotzdem, es ist ein Minag, was Chachamim uns eingeführt, und das ist zu sagen und zu loben Hashem, Hallel, für die verschiedenen Nissim und verschiedene Sachen und über die Heiligkeit von Rosh Chodesh und so weiter, da doch passt diese Bracha auch am Rosh Chodesh. Das heißt so, wenn es ist, andere Feiertage selbstverständlich, jeder ist einverstanden, dass man soll die Bracha machen. Die Frage ist, ob in unserem Fall am Rosh Chodesh soll die Bracha ausgesprochen werden vorher oder nicht. Einige Poskim sagen nein, der andere sagen doch, man soll doch die Bracha sagen. Es gibt einige, was machen einen Kompromiss. Und die sagen, das ist ein Unterschied. Ob bist du in die Schil, bist du in die Synagoge mit dem Minyan, dann dort passt eine Bracha. Aber zu Hause passt keine Bracha. Auf jeden Fall, es gibt mehrere Meinungen. Ich sage in kurz, kann man so zusammenfassen, dass die Sfaradim sind bis heute gegen die Bracha. Die Sfaradim sagen, dass man soll keine Bracha bevor Hallel am Rosh Chodesh gesprochen werden. Soll keine Bracha ausgesprochen werden. Aber die Ashkenazim sagen doch, man soll doch die Bracha sagen. Es gibt verschiedene Minagim, es gibt unterschiedliche Halachot, unterschiedliche Minagim. Ich sage, was steht in Shulchan Aruch und was ist tatsächlich die Minag ist. In Shulchan Aruch steht so, dass in Shulchan Aruch Arab, Alter Rebbe und auch in die Sidur, in seine Sidur steht so, der folgende. Wenn es geht um die anderen Feiertage, also die ganze gesamte Feiertage, wenn man sagt Hallel Shalem, selbstverständlich soll man die Bracha gemacht werden, ohne Problem. Und jetzt die Frage ist aber, es gibt einige Fälle, wenn bist du in dem Minyan, wenn du bist in dem Minyan und wenn du bist zu Hause, dann, es steht so geschrieben, wenn es geht um die Tage, was doch der Hallel wird gesprochen in der Variante von der gesamte von Hallel Shalem, dann selbstverständlich machst du die Bracha, egal, entweder bist du zu Hause, Yachid, ohne Minyan oder mit dem Minyan, machst du die Bracha von Rosh Chodesh, was wird gesagt, nur die Hälfte von der Hallel. Wenn bist du zu Hause, sollst du doch die Bracha machen, aber wenn bist du in die Synagoge, lieber sollst du hören die Bracha von der Shaliach Zibur. So steht in Shulchan Aruch und in Sidur. Aber dazu, ich will noch eine Etage bauen, dazu muss ich zulegen, dass doch die Minhag ist, so wie es steht in Ayom Yom und so wie es steht in die Minhagim, wie der Rebbe hat uns geschrieben. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Minhagim, aber ich sage, was wird bei uns in die Synagoge gemacht, wie der Rebbe hat so in die Minhagim so eingeführt, wobei es steht in Shulchan Aruch oder in Sidur, dass am Rosh Chodesh, man soll sich bemühen, doch nicht selber zu machen die Bracha, sondern man soll es ehren von der Chasen. Und ich erkläre warum. Weil, wie gesagt, am Rosh Chodesh, es gibt weniger Gründen zu sagen, die Bracha, deswegen lieber Herren von der Chasan. Aber trotzdem, die Minhag ist, dass doch jeder, so wie der Rebbe sagt, man soll reinchappen die Broche. Das heißt, dass man soll nicht vertrauen der Chasen, sondern jeder soll die Bracha selber sagen. Und nach die ganze Diskussion, nach die ganze Balagan, was habe ich jetzt gemacht? Eine ganze Mischung, weil habe ich so viele Minagim schon gebracht. Ich sage tatsächlich jetzt, was zu machen. Also, wenn bist du zu Hause, dann bist du ohne Minyan, machst du jedes Mal die Bracha, vor und nach. Also, man soll nicht vergessen, dass es gibt auch eine Bracha, nach der Hallel. Dann, wenn bist du zu Hause ohne Minyan,
Egal ob es ist Pesach, Shavuot, Sukkot, Chanukah, Rosh Chodesh, machst du die Bracha vorher und nachher. Fertig. Wenn es geht um die Tage von Rosh Chodesh oder Chol HaMoed Pesach, dann, wenn bist du zu Hause, wie gesagt, machst du sowieso die Bracha. Wenn bist du in die Synagoge, nochmal, habe ich gemacht eine kleine Mischung, weil ich habe den Unterschied gemacht zwischen zu Hause und die Synagoge, dann bleiben wir damit. Nochmal, wenn bist du zu Hause, egal welcher Tag, jeden Tag, was die Hallel wird gesagt, machst du die Bracha vor und nach. Wenn bist du in die Synagoge und darfst du und machst du, sagst du die Hallel zusammen mit dem ganzen Minyan, dann, wenn es ist, die andere Feiertage, wenn wird gesagt, die meisten Feiertage, das wird gesprochen, die gesamte Hallel, dann selbstverständlich machst du selber die Bracha. Wie macht man selber die Bracha? Wie sollst du selber selbst die Bracha machen? Der Chasen macht zum Ersten die Bracha, der Vorbeter macht zum Ersten die Bracha, sagst du Amen, und dann sagst du, wiederholst du die Bracha von Hallel. Baruch atah Hashem, asher geshanu tzadzan likot Hallel, kein Problem. Das heißt, der Chasen macht die Bracha zum Ersten und später machst du die Bracha. Am Rosh Chodesh ist ein bisschen anders. Am Rosh Chodesh, wenn du darfst mit dem Minyan, ist ein bisschen anders. Warum? Weil wenn du wartest, bis der Chazan macht schon die Bracha und du sagst Amen, es könnte sein problematisch, dann für dich selber später nochmal die Bracha zu machen. Sondern wie ist die beste Variante, wie ist der beste Weg, wie zu machen die Bracha? Wenn der Chazan beginnt, Baruch atah Hashem, dann sagst du schnell, selbst die Bracha. Baruch atah Hashem, Baruch atah Hashem, Baruch atah Hashem, Likro et Halel. Und der Chazan ist noch in seine Melodie. Asher kidishanu b'mitzvotav. Aber du hast schon beendet. Und dann der Chazan beendet. Vetzivanu Likro et Halel. Dann kannst du schon antworten, Amen. Und du antwortest nicht Amen auf deine Bracha, weil du hast schon 5 Sekunden vorher schon beendet. Das heißt, man soll reinchappen die Broche, wie der Rebbe sagt. Reinchappen bedeutet, bevor der Chazan beendet, du machst schon die Bracha. Ist nochmal. Das Sikkum, die Zusammenfassung ist ganz einfach. Wenn bist du zu Hause, dann, oder darfst du Biyachid, ohne Minyan, dann machst du klar und deutlich die Bracha vor und nach. Es ist kein Problem. Wenn bist du in die Synagoge, es gibt einen kleinen Unterschied. Ob es ist Feiertage und die gesamte Hallel oder Rosh Chodesh. Bei gesamte Hallel am Feiertage kannst du warten, bis der Chazan beendet die Bracha und dann selbst kannst du die Bracha selber sagen. Das ist kein Problem. Am Rosh Chodesh, morgen früh in dem Minyan, wenn der Chazan beginnt, Baruch atah Hashem, dann lieber du sagst schnell die Bracha und du beendest 2-3 Sekunden bevor der Chazan und dann, wenn der Chazan sagt, Likro et Halel, kannst du schon beantworten, Amen. Und dann sagt man der Halel zusammen, alle zusammen. Okay? Es ist verständlich. Nochmal, der Unterschied, was kommt, ist nur, wenn wir sind in dem Minyan, ob die Bracha von Hallel sollen wir sagen vor der Chazan oder nach der Chazan. In die Feiertage sagen wir nach der Chazan, weil es ist deutlich, das kann jeder die Bracha sagen. Aber am Rosh Chodesh, was ist unter einem Fragezeichen? Deswegen klauen wir die Bracha, chappen wir die Bracha, wie am Finish, wir reinchappen die Broche, bevor der Chazan beendet die Bracha, und dann hatten wir auch den Verdienst, das haben wir die Bracha gesagt. Okay? So ist die Halacha. Und ebenso am Ende von der Hallel sagen wir, bevor der Chazan, sagen wir schnell, Baruch atah Hashem Melech Meolal Batishbachot, und dann der Chazan. Und der Chazan beendet mit seinem Chazones, mit seiner Melodie. Baruch atah Hashem Melech Meolal Batishbachot. Und dann kann man antworten, Amen. Das ist die Halacha von die Hallel, ganz einfach. Noch, okay, das nochmal muss man betonen, dass jeder kann sagen die Bracha, aber jeder Feiertag nach der Chazan und am Rosh Chodesh vor der Chazan, ein bisschen zu beenden vor der Chazan. Okay, noch eine Halacha, das ist ganz wichtig, was habe ich gesehen, dass viele machen die Fehler. Wenn wir kommen zu dem Absatz von Hoidu Lashem Kitov Kilolam Chasdo, ich sehe, dass viele wissen nicht, was zu beantworten. Es ist ganz einfach, so wie steht in der Sidurim, steht ganz deutlich. Wenn der Chazan sagt,
Hoidu Lashem Kitov, Kidolom Chasdo, dann die ganze Publikum, die ganze Minyan wiederholt nach ihm. Hoidu Lashem Kitov, Kidolom Chasdo, und dann schnell zu sagen, jeder sagt laut, jeder sagt leise. Yomar na Israel kilolam chasdo, und dann der Chazan wiederholt. Yomar na Israel kilolam chasdo, und dann was wir antworten auf diese Ansage von der Chazan wieder. Hoy du la Hashem kitov kilolam chasdo, nicht. Wir antworten nicht, was der Chazan gesagt hat. Wir wiederholen nicht, was der Chazan gesagt hat. Yomar na Israel, sondern wir antworten wieder den gleichen Satz, was haben wir vorher beantwortet. Hoi du la Hashem kitov kilolam chasdo. Ebenso bei dem dritten Mal. Yom runa beit Aaron kilolam chasdo. Wir wiederholen nicht Yom runa beit Aaron, sondern wir beantworten Hoi du la Hashem kitov kilolam chasdo. Und dann sagen wir wieder schnell dem nächste Ansage. Yom runa ir Hashem kilolam chasdo. Ganz schnell, leise. Und dann der Chazan sagt es laut. Und wir beantworten wieder nicht die Ansage, was er gesagt hat, sondern ich sehe, dass viele verwirren wird. Verwirren sich. Die wissen nicht, was zu beantworten. Es ist ganz einfach. Wir, bei jeder Ansage von der Chazan, beantworten wir die gleiche Antwort. Hodu, wir reagieren, die Reaktion ist, Hodu la Hashem kitov kilolam chasdo. Die alle anderen Ansagen, die Sätze, was müssen wir sagen, das sagen wir schnell, leise, bevor der Chazan. Nochmal, wenn der Chazan sagt, Hodu la Hashem, wir antworten Hodu Lashem und ganz schnell, leise sagen wir Yom Ana Israel. Wenn der Chazan sagt Yom Ana Israel, beantworten wir wieder Hodu Lashem Kitov Kolam Chazdo und dann schnell, leise Yom Runa Beit Aaron. Und dann, wenn der Chazan sagt die Ansage von Yom Runa Beit Aaron, wir wieder beantworten Hodu Lashem. Und dann sagen wir schnell, leise die letzte Satz Yom Runa Ir Hashem und dann der Chazan sagt diese Ansage, beantworten wieder Hoi du la Hashem Kitoiv Kilolam Chasdo. Das heißt, viermal beantworten wir die ursprüngliche Ansage Hoi du la Hashem, die erste Ansage Hoi du la Hashem Kitoiv Kilolam Chasdo. Ganz einfach, man soll es wissen, weil ich sehe, viele das machen diese Fehler, die wissen nicht, was zu beantworten. Wobei, heute in den Sidurim steht alles klar und deutlich, was soll man beantworten, was soll man leise sagen, aber trotzdem, es war für mich wichtig, weil ich habe gesehen, sogar heute Morgen. Darf ich etwas sagen? Ja, bitte. Ich habe zum Beispiel alte Sidurim, diese, was muss man leise sagen, überhaupt nicht. Es steht nicht. Und okay, ich weiß, deswegen habe ich gesagt, die neue Sidurim sind ganz deutlich und ganz klar, was soll man sagen, die Anweisungen sind ganz klar, aber trotzdem habe ich habe das jetzt klar auch ausgestellt, was soll man sagen, was soll man leise, was soll man laut sagen, okay? Ich hoffe, das war klar. Man hat verstanden. Okay, das war für mich wichtig, also zu betonen. Die Bracha von Hallel, ich sehe wieder, immer wieder Probleme. Die Bracha von Hallel wieder. Jeder Feiertag wird diese Bracha laut gesagt hinter der Chazan, nach dem Chazan. Aber am Rosh Chodesh sagen wir das mit der Chazan schnell und beenden wir ein paar Sekunden bevor der Chazan. Und bei Hoidu, man soll antworten, Hoidu Lashem Kitov Kilolam Chasdo, bei jeder Ansage von der Chazan. Okay, das ist klar, das ist Hallel. Nach Hallel kommt Bachi Nafshi, Shir Shel Yom und Bachi Nafshi. Und nachher kommt ebenso Kriyat HaTorah, so wie haben heute gelesen und morgen wiederholt. Die Kriyat HaTorah. Und jetzt kommt Musaf. Jetzt, wir sehen, das ist ganz auch wichtig. Wir sehen auch, dass bevor Musaf, wir ziehen aus die Tfilin. Warum ziehen wir aus die Tfilin vor Musaf? Es gibt zwei Gründen. Es gibt einen Grund, und dieser Grund passt gerade mehr für die, also wie die Chassidim, wie die Sfaradim, das sagen wir Keter. Wir sagen Keter bei Musaf. Und weil bei Musaf sagen wir Keter itnu lecha, dass wir sollen geben Keter Krone an Hashem, wir sollen bekronen quasi Hashem mit einer Krone auf dem Kopf, Keter itnu lecha Hashem Elokeinu, und deswegen, es passt nicht, dass wenn wir sowas sagen, wir sollen selber auch mit einem Keter mit Tfilin angezogen sein. Deswegen soll diese unsere Krone soll ausgezogen werden, bevor
Wir sagen diese Ansage von Keter Itnu Lecha. Okay, das ist ein Grund gerade für die für den Nosach Sfarad, was gerade Nosach Sfarad oder die Chassidim und Nosach Chabad, das sagen wir Keter Itnu Lecha. Die anderen, was sagen Nekadesh et Shimcha, dann was ist das Problem? Dann steht geschrieben in das Forum, steht geschrieben, dass das gleiche wie am Chol HaMoed und am Feiertag, warum darf man kein Tfilin? Warum darf man kein Tfilin? Weil der Feiertag ist doch ein Zeichen an sich. Wir wissen doch, wir haben doch gesprochen, also letzte Woche bei der Shiur von Parashat HaShavua, dass es gibt mit Wort von Edut. Edut als Zeuge, als Zeichen. Übrigens, wir sind Zeugen auch bei Hallel. Deswegen steht geschrieben bei Hallel, das nur zu ergänzen, was wir haben vorher gesprochen. Dass bei Hallel soll man das nicht sitzen bei Hallel, sondern so wie ein Zeuge spricht seine Ansage im Gerichtshof, dann sagt er das bevor die Dayanim, in Anwesenheit der Dayanim, sagt er das, wenn er steht, ebenso bei Hallel müssen wir ebenso stehen. Und noch etwas, was ich vergessen habe zu sagen, dass bei Hallel darf man nicht unterbrechen, darf man gar nicht reden und ebenso darf man gar nicht unterbrechen, auch nicht beantworten, Bachu Baruch Shmo, oder einfache Amen, die nehmen bei Hallel, das darf man nicht unterbrechen, es ist das gleiche wie bei Kriyat Shema. Es ist so, so wichtig. Man darf nicht unterbrechen in die Mitte, man darf nicht reden, man darf nicht antworten etwas, was ist nicht, also auch Dvarim Shebik Dusha. Zum Beispiel, wenn du hörst Kaddish, darf man antworten, nur Amen Ish Meraba und Amiran Balma, aber sonst darf man nicht. Das ist ganz, ganz wichtig und ganz heilig. Okay, auf jeden Fall, das ist Hallel, aber wir sind bei Musaf, dann warum nach die Nosach Ashkenaz, warum wird ausgezogen auch die Tfilin bevor Musaf? Weil so habe ich angefangen zu sagen, dass das gleiche wie jeder Feiertag, es ist ein Zeichen zwischen auf unsere Verbindung mit Hashem und deswegen passt keine Tfilin, weil steht Vayale Ot, weil braucht man nicht, soll man nicht haben mehr als zwei Zeichen bei uns zusammen und deswegen, wir haben doch ein Zeichen, ist doch die Brit Milah, die Beschneidung. Und die zweite ist entweder Tfilin oder Feiertag. Ist deswegen am Feiertag legen wir kein Tfilin. Warum? Weil braucht man nicht zu ersetzen diese Zeichen, weil haben wir sowieso ein Ort, ein Zeichen zwischen uns über unsere Verbindung mit lieber Gott. Das ist bei jedem Feiertag, ebenso am Rosh Chodesh, so wie habe ich in den Anfang von der Shiur gesagt hat, dass am Rosh Chodesh ist ein Kzat Moed, das ist ein bisschen, ein kleiner Feiertag, ist wo wird betont, wo scheint gerade das Licht vom Feiertag, gerade am Musaf. Warum bei Musaf? Weil bei Musaf besprechen wir sprechen doch aus am Musaf, bei Tfilas Musaf, während dem Musaf die Korbanot, die Opfer, was man hat gebracht hat in Beit HaMikdash, gerade wenn man hat die Musa von Rosh Chodesh geopfert hat. Und deswegen gerade das Licht von Rosh Chodesh scheint und beleuchtet gerade in dem Musa. Und das gleiche wie jeder Feiertag hat eine Heiligkeit und ein Zeichen. Und deswegen das passt nicht zusammen mit Tfilin, ebenso am Rosh Chodesh, mindestens am Musaf soll man keine Tfilin legen. Deswegen, wir ziehen aus unsere Tfilin bevor Musaf und die Minagi ist das auch Rabbi Nutam, die was legen, die legen noch bevor Musaf, weil die ganze Tfilin ist geehrt, die ganze Amschach von Tfilin ist geehrt vor Musaf. Aber nach Musaf ist schon andere Stufe. Deswegen soll man bevor Musaf schon ausziehen, die ganze Tfilin. Und es ist so weit, dass auch wenn einer noch nicht mit dem Minyan, er ist angezogen mit Tfilin, er halt noch bei, was weiß ich, bei Shema Israel oder bei Shmona Israel. Aber dann hört er, wenn der Chasen, der Vorbeter und die ganze Minyan, die helfen schon bei Kedusha, bei Keter. Wenn man sagt, Keter Itulecha, man braucht zu bedecken die Tfilin. Warum? So wie habe ich vorher gesagt, in der erste Grund. Weil, wenn wir sagen, Keter Itulecha, passt nicht. Es ist kein Respekt und keine Ehre, dass wenn man spricht über der Keter, was wollen wir geben an Hashem, die Krone, dass wir sollen selber angezogen
sein mit einer Krone, mit den Tefillin. Deswegen soll die Tefillin gedeckt werden, gerade während dieser Zeit von Ketzer Ritnu Lecha. Und es steht in Zohar auch, der Bach, das Beit Chadash, bringt von den Namen von Zohar, das ist der Name von seinem Rebbe und Marschall. Wobei, was man findet in Zohar, klar, steht nur um Chol HaMoed, aber jetzt in der Zohar, das steht ganz, ganz schlimme Sachen und strenge und harte Sachen über einen, was legt Tefillin, was ist angezogen mit Tefillin, wenn er Musaf dammt. Wenn jemand betet Musaf, gerade mit Tefillin, steht wirklich schreckliche Sachen über ihm, schreckliche Strafen. Deswegen soll man doch streng sein, die Tefillin ausziehen, bevor Musaf. Und Musaf dammen wir nur mit Talit, ohne Tefillin. Das ist die Halacha und das ist alle sind einverstanden in dem. Und bei uns, warum gerade wir die was haben gemerkt, dass gerade die Sefer Torah wird schnell gebracht in der Oren Kodesh am Rosh Chodesh. Warum? Weil wahrscheinlich der Hauptgrund ist, weil es gibt Menschen, was wollen schon ausziehen, die Tefillin, und soll man wissen. Ich sehe, das ist auch eine Halacha, was viele wissen das nicht. Dass man darf nicht Tefillin ausziehen in Anwesenheit von Sefer Torah. Wenn die Sefer Torah ist da, darf man nicht ausziehen die Tefillin. Darf man nicht. Das ist kein Respekt für Sefer Torah. Wenn du brauchst, wirklich dringlich, dann du musst auf die Seite gehen und wirklich umdrehen, dass die quasi der Sefer Torah soll nicht sehen, dass du ziehst aus die Tefillin. So steht geschrieben. Deswegen man soll jeden Tag, man soll sehr, sehr streng in dem sein. Und weil am Rosh Chodesh, weil viele sind ganz schnell, wollen schon ausziehen, die Tefillin, bevor Musa, weil die wollen schon auch Rabbeinu Tam legen und so weiter. Ich glaube, das ist der Grund, warum bei uns die Minhag ist, dass die Sefer Torah wird schnell zurückgebracht in der Aron Kodesh, sogar bevor Uval Zion. Warum? Weil die Menschen, und tatsächlich sehen wir das bei uns in der Synagoge, sehen wir bei uns in Beit Chabad, dass die Menschen, die sind schon ganz, ganz beeiligt, um die Tefillin auszuziehen, bevor die Sefer Torah kommt noch rein. Deswegen soll man doch diese Minhag verstärken, dass gerade die Sefer Torah soll zurückgebracht schnell in Aron Kodesh, dass jeder was will, soll schon die Tefillin ausziehen. Das heißt, ich glaube, habe ich das nicht gesehen, das steht geschrieben, aber wahrscheinlich das ist der Grund, warum bei uns die Minhag Chabad ist, dass die Sefer Torah wird gebracht schnell in Aron Kodesh. Dann haben wir diese Halachot gelernt, von Hallel und von Musaf und von Tefillin, ein paar wichtige Halachot gelernt, das darf man nicht ausziehen, die Tefillin, bevor die Sefer Torah wird gebracht in Aron Kodesh. Auf jeden Fall, das sind in kurz Zusammenfassung von der Halachot von Rosh Chodesh, von Hallel und von Tefillat Musaf. Und Bezrat Hashem, der Oberster soll uns benchen, der Chodesh soll sein, ein guter Chodesh, ein freilicher Chodesh. Alechtiko Chodesh und Afreilache, wirklich Afreilache Chodesh, weil Chodesh Adam Arbim Besimcha, so wie habe ich vorher gesagt, in der Anfang von Nishio, Mishenichlas oder Marbim Besimcha, haben wir doch 60 Tage von Simche, der Eubischter soll uns helfen, dass die alle nicht gute Sachen soll Bottel sein, Bottel werden Beshishim und wir werden bleiben nur mit den positiven und Freilache Sachen, soll sein, a gute Nacht, a gut Chodesh, Afreilache Chodesh und a erfolgreiche Chodesh, Bezrat Hashem. לנו, לכל עם ישראל, היהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר, כן תהיה לנו, בעזרת השם. ברוכים תהיו. שקויה, שקויה. זייד גזונט ושטארק. ונד פריילך. ונד פריילך, דסי יצ וישטיק, חודש אדר, מוזמן פריילך זיין. דרבות גייסן פריילך זיין. אבל יצ, יצ תוך נוחמר. Besonders. Jetzt besonders. Amen. Amen und Amen. Sem Charosche Wetsche. Sem Charosche Wetsche, ja. Sei gesund. Sei gesund. Eine Frage? Keine Fragen. Sei gesund.